Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein weiteres Rezept aus der Kategorie Nudeln machen ist auch kochen. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man wirklich komplette Spaghetti hier nur im Thermomix machen kann. Das sieht nicht nur lustig aus, es funktioniert auch wirklich fantastisch, auch wenn man sich es nicht vorstellen kann. Wenn man immer denkt, okay, das Ding dreht sich und dann hängt der ganze Kladderadatsch da unten drin. Ich werde euch zeigen, dass dem nicht so ist. Zuerst werden wir natürlich unser Wasser erhitzen. Ich habe jetzt etwa 1,5 Liter, ein bisschen weniger, so 1200 Milliliter Wasser im Thermomix. 10 Minuten auf 100 Grad, Stufe 1, dass das schon mal erhitzt ist und dann kommen die Spaghetti dazu. So, unser Wasser kocht jetzt gleich, aber ich möchte noch eine Sache ganz klarstellen, die unheimlich wichtig ist. Ja. Es heißt Spaghetti. Das ist bereits Plural, also viele Spaghetti. Es heißt nicht Spaghettis. Ja, das wäre quasi ein doppelter Plural. Die Einzahl, das habe ich rausgefunden, heißt Spaghetto. Ja. Also Spaghetto. Spaghetti. Singular, Plural. Warum ich euch das sage? Keine Ahnung, aber es ist ein weiterer Meilenstein in meinem persönlichen Streben nach nutzlosem Wissen. Das wollte ich einfach mit euch teilen. So, noch eine Minute und dann kocht's Wasser. So, unser Wasser kocht. Das heißt, wir können jetzt etwas Salz hinzugeben zum Wasser und was ich auch immer mache, noch ein Esslöffelchen Olivenöl. Ja, es gibt da auch die wildesten Spekulationen, soll man es machen, soll man es nicht machen. Es gibt Leute, die behaupten, man macht es nicht, weil die Soße dann nicht so gut an den Nudeln haftet. Es gibt Leute, die sagen, man muss es machen, weil die Spaghetti sonst aneinander kleben. Mir ist es völlig egal, ich mach's, weil es die Mama früher auch gemacht hat. 500 Gramm Spaghetti haben wir jetzt und die kochen wir jetzt genau so lange, wie es auf der Packung steht, nämlich 10 Minuten, 100 Grad und zwar auf Stufe 1. Und hier ist es wirklich wichtig, Leute, macht den Linkslauf an. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, es ist soweit und das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Das Einzige, was ich jetzt eben natürlich noch festgestellt habe, bis das Wasser mal kocht, das dauert wirklich lang. Ne? Ich gieße das jetzt ab hier in unserem Varoma. Kann man natürlich auch im normalen Siebchen nehmen, aber wir haben ja den Varoma. So, und wie ihr sehen könnt, bis auf 1,5 Spaghetti ist alles aus dem Topf raus. Und die sind genauso, wie sie sein sollen. Al dente. Jetzt fehlt hier nur noch ein leckeres Süßchen. Und wie das geht, das schaut ihr euch am besten in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.